Moin Leute, I'm not Comic In, doch das bin ich. Willkommen bei Comic In und zu dem Projekt Hashtag I'm not Daredevil. Um Panini vielleicht nochmal davon zu überzeugen, dass es vielleicht doch ganz sinnvoll wäre, bei unserer Fanbase Daredevil abzudrucken. Mein Beitrag zu diesem Projekt wird jetzt erstmal sein, euch kurze Einblicke in verschiedene Daredevil-Interpretationen zu geben und auch in verschiedene Daredevil-Kostüme. Jeder, der Daredevil kennt, kennt natürlich auch das klassische rote Kostüm. Zwei kleine rote Teufelshörner, zwei große rote Ds auf der Brust und die Schlagstockwaffe. Da der rote Anzug schon so früh sein Debüt feierte, kann man sich natürlich auch schnell denken, dass die Funktionen des Anzugs mit der Zeit auch wahnsinnig variierten. So waren zum Beispiel die beiden Teufelshörnerchen am Anfang dazu da, Radiowellen aufzunehmen und sie so für Matt Murdock spürbar zu machen. Liegt ganz einfach daran, dass seine Sinne so noch nicht krass ausgeprägt waren, wie sie es heute sind, wo er quasi die optimalen, die perfekten Sinne hat für einen Blinden. Auch hatte der Schlagstock noch ganz andere Funktionen, als bloß ein simpler Schlagstock zu sein. Er war zum Beispiel ein kleines Mikro damals oder ein kleiner Stimmrekorder. Wer sich ein bisschen mit der Daredevil Origin auskennt, der kennt natürlich auch das gelb-rot-braune Kostüm von Daredevil. Das Ganze hielt aber nur die ersten 6 Hefte des ersten Volumes an, kam dann zwar später nochmal in kleineren Serien, wurde aber auch innerhalb dieser ersten 6 Hefte nochmal variiert. Dem Ganzen wollte man zum Beispiel in Nummer 3 und 4 einen Street-Look verpassen, so wie man es von anderen Helden gewohnt ist, Beispiel Green Arrow, und hat somit eine Kapuze bekommen. Kam aber nicht so gut an und wurde deshalb auch schnell wieder verworfen. Ganz interessant ist auch, dass das Material, woraus das gelbe Kostüm gemacht wurde, ursprünglich die alte Boxrobe von Matt Murdocks Vater war. Und auf der Brust war auch erst nur ein D zu sehen. Das Ganze hielt wie gesagt nur 6 Hefte an in Daredevil Volume 1. Warum? Weil Matt Murdock dann in eine Art Identitätskrise fiel. Und schon war das gelbe Outfit passé und das rote musste ran. Knapp 300 Hefte sollte das rote Outfit erstmal vorhalten, bis dann doch wieder Veränderungen auf den Tagesplan kamen. So entschied man sich nicht bei einem Anzug zu bleiben, nein, man hat einen Hybriden entwickelt. Die Farbe wurde schwarz und man hatte sowas wie eine Mischung aus Anzug und Rüstung. Bloß viel moderner und mit einigen roten Elementen. Wenn man ein paar Comics von Daredevil gelesen hat, dann fällt es auch sofort ins Auge, dass nicht nur im Outfit des Matt Murdock diese Farben immer irgendwie eine Rolle spielen, ob jetzt 100% schwarz, 100% rot oder irgendwie gemischt, irgendwie kommen sie immer vor, auch in der Atmosphäre. Die meisten Daredevil-Comics sind sehr schmutzig, sehr düster, schwarz. Und dann kommen die Sinne, die meist in Rot oder Rot-Variation, Abstufung bis hin zu Pink gezeigt werden. Irgendwie findet man diesen Kontrast immer wieder. In den Heften 319 bis 344 sollte sich aber auch noch weiteres verändern. In Sachen Waffen. Die Schlagstöcke waren nun an Matts Unterarm befestigt. Einer links, einer rechts. Und wenn man diese beiden zusammensteckte, hatte er einen Stab als Waffe. Ein ganz ähnliches Outfit verpasste man ihm dann 2011 im Event Shadowland. Warum wieder schwarz? Ist auch ganz einfach zu erklären. Wir haben es hier nicht mit dem normalen, gutmütigen Matt Murdock zu tun. Also eigentlich schon. Doch dieser wird fremdgesteuert durch Beast, einen Dämonenlord von der Hand. Das führte sogar so weit, dass Daredevil Bullseye tötete. Und für diese Gräueltaten ist die schwarze Farbe, denke ich mal, wirklich perfekt. Bleiben wir doch gleich mal bei dämonischen Fähigkeiten. Im MC2 oder auch Spider-Girl-Universe genannt, dort ist sie die Tochter von Peter Parker und Mary Jane, nochmal ein alternatives Universum, gibt es den Charakter Dark Devil, der natürlich eine Variation von Daredevil ist. Und dieser Dark Devil hat sogar eine dreiteilige US-Miniserie bekommen. Auch hier ist er wieder von einem Dämon besessen, will ich gar nicht sagen. Er ist mehr verschmolzen mit einem Dämon. Durch Zarathos bekommt er nämlich gewisse Fähigkeiten. Beispielsweise kann er Objekte entflammen oder flammbare Objekte selbst erschaffen, was ganz geil ist. Ihr merkt schon, die Daredevil-Variationen werden jetzt langsam verrückter. Und so komme ich gleich zu Daredevil 2099 aus der Heftserie von 2014, dem zukünftigen Daredevil. Auch Daredevil 2099 hat eine ganz interessante Geschichte, denn er ist der Enkel vom Kingpin, ganz interessant. Er hat seinen Großvater zwar nie kennengelernt, aber er hat die ganzen Geschichten gehört, was für schlimme Taten der Kingpin verrichtet hat. Und somit fasst er für sich den Beschluss, dass er es besser machen wird, ein klassisches Motiv. Auch hier haben wir wieder mehr Rüstung als Anzug in diesem Fall. Also hier haben wir immer so den Wechsel zwischen den Daredevil-Charakteren, ob es jetzt wirklich Daredevil ist oder den Variationen. Denn auch Dark Devil hatte mehr eine Rüstung als einen wirklichen Anzug, ein Kostüm. Auch hier hatte er einen Helm. Ganz interessant.
über die nächste Variation, beziehungsweise ist das eher eine Fusion aus zwei Charakteren, denn wir befinden uns im Amalgam-Universe, ließ sich relativ wenig finden und das ist Dead Devil. X-Patrol Nummer 1 war das Heft des ersten Auftritts für Dead Devil. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob er nochmal vorkam. Und dieser Charakter steht unter einem Slogan. Wir kennen von Daredevil The Man Without Fear. Und hier wird perfekt das Motto von Deadman ergänzt, The Man Without Life. Die wohl düsterste Kombination von Atmosphäre und Kostüm kam dann im Jahr 2009 innerhalb der Marvel Noir-Serie Daredevil Noir. Da diese Noir-Stories immer komplett schwarz gehalten sind in der Regel, sei es Daredevil, Punisher, Spider-Man. Ganz egal, muss man sich natürlich auch den Zeiten anpassen. Und diese Noir-Sachen, so wie das Wort schon besagt, Noir spielt weiter in der Vergangenheit, in dem die Gangsterbosse, die Mafiosis noch vorherrschend waren. Und das findet man auch in dem Outfit eines Daredevil wieder, der hier auf ganzer Ebene den Street-Style verkörpert. Was könnte schmutziger sein als ein schwarzes Muscle-Shirt und schwarze Handschuhe, was an sich total kacke aussieht, aber komplett da reinpasst, wenn man sich mal so auch die ärmere Gesellschaft dieser damaligen Zeit anschaut. Dass ein Spider-Man sehr wandelbar ist, siehe Cosmic Spider-Man beispielsweise, das weiß jeder. Aber dass man auch einen Daredevil in diese Rolle drücken kann, das war mir selbst auch noch nicht bekannt. Der Captain Universe Daredevil aus einem One-Shot des Jahres 2005. Auch ganz interessant und der sieht mal wirklich anders aus. Wie es sich für ein kosmisches Abenteuer gehört, dürfen auch Daredevil die kosmischen Kräfte dabei natürlich nicht fehlen, die seine eigentlichen Kräfte um 1000-faches übersteigen. Und wahrscheinlich für ihn persönlich die neueste Erfahrung, die kosmischen Kräfte lassen ihn tatsächlich richtig sehen. Last but not least habe ich mich für Death Devil entschieden, der seinen ersten Auftritt im allerletzten Heft von Volume 1 hat, Heft Nummer 380. Und ich habe mir das Heft ganz ehrlich durchgelesen und konnte ihn nicht zuordnen, ob er jetzt Daredevil ist oder ein Schurke, denn so wie er spricht in dem Heft, ist er nicht Daredevil. Was sein Äußeres betrifft, das ist einfach zu erklären. Da ist er eine Mischung für mich aus dem Dark Devil und dem damalig schwarzen Daredevil. Man hat wieder eine Rüstung, die diesmal wirklich hochwertig glänzt, erinnert sogar ein Stück an Iron Man und von seinen Äußerungen her scheint er zu allem bereit, auch wenn es tödlich endet für die Gegner. Das sollen erstmal für mich die wichtigsten und coolsten Daredevil-Variationen gewesen sein, die alle nur darauf warten, von euch entdeckt zu werden. Also haltet euch ran, lest Daredevil, zieht euch die ganzen verschiedenen Interpretationen rein, die uns die Autoren geliefert haben und genießt es. Das war von mir, das war Comic-In. Bis zum nächsten Mal, haut da rein.